Die Überschrift, die ich gerade lesen darf, ist Herbert Laumann, Torjäger und Torzerstörer. Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf und der Herr steht neben mir und ich glaube, der kann da am besten was zu sagen. Es war kurz vor Spielende, das Spiel stand 1-1 und 2 Minuten vor Schluss kam eine Flanke von Günter Netzer. Aber die Flanke kam so hoch, dass ich sie nicht erreicht habe. Bin mit der vollen Wucht ins Netz gefallen und als ich mich dann wieder hochziehen wollte, hat es gekracht und sah im Augenwinkel, dass der Pfosten sich zur Seite neigte. Und da habe ich gedacht, Deckung nehmen, nicht verletzt werden. Ja, es war spitzgefährlich. Und wenn man diese 2 Minuten noch mal als Maßstab nimmt, die ja gefehlt haben zum Beenden des Spiels, wer da alles Vorschläge gemacht hat, so dass sich der Platzwart von Borussia sollte sich als Torpfosten dahinstellen oder die Ersatzspieler von Werder Bremen sollten den Pfosten aufrecht halten, dass man die 2 Minuten zu Ende macht. Der Schiedsrichter hat das aber eingesehen, dass es Blödsinn ist. Die Geschichte war nur, dass der DFB anschließend uns die Punkte abgezogen hat. Und durch diese beiden Tore, die nie gefallen waren, hätten wir fast die Meisterschaft verpasst. Letztendlich ist alles gut ausgegangen, aber dass der Herbert dann der Vorreiter für die Aluminiumtore war, ist ihm hoch anzurechnen.